So. Hi, da wären wir auch schon wieder mit Crosscode und wie man sieht, sind wir zu dritt unterwegs mit Jörn und Emily. Die Gruppe konnten wir uns selbst aussuchen, also nehme ich natürlich diese Gruppe. Einfach weil ich die zusammen noch nicht gesehen habe und ich mag beide. Auch wenn wir Emily ein bisschen mit den Gegnern hier gequält haben, weil das alles Käfer sind. Und wir sind im Saphirgrad angekommen und stehen hier vor der Höhlenherberge, wo wir für die Story hin sollen. Oh, also für die Story in-game, also in Crossworlds, ist hier unser nächster Anhaltspunkt. Und ja, deswegen gehen wir mal rein. Und natürlich ist hier auch das Versteck von den Leuten, die Lea an den Kragen wollen. Also werden wir das vermutlich auch irgendwann herausfinden. Irgendwo auf dem Saphirgrad, der ist ja hier auf der Karte, gar nicht mehr so mega weit weg von der Vermilion-Einöde. Also ja, schauen wir einfach mal. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhlenherberge. Und schauen, was es hier gibt. Eine Art Quest-Hub. Auch Hilfe bei Erkundung nur für einen Spieler. Okay. Level 58, das ist halt schon heftig. Grüß dich, Seeker. Suchst nach Hinweisen, wie du die hiesige Form erlangen kannst? In dem Fall sollte dir meine Großmutter weiterhelfen können. Du findest sie für gewöhnlich auf dem Dachbalkon. Oh. Ist ja auch wieder die Person, die sich auf Tische setzt. Ja, du sitzt schon wieder auf dem Tisch. Diese Dose ist faszinierend. Kannst du mit dem Theater mal aufhören? Ich weiß, dass es dir nicht um die Dose geht. Es geht mir nur um die Dose. Warum gibst du dich einfach zu? Du sitzt gerne auf Tischen. Nein, das ist nicht wahr. Warum? Hä? Siehst du, sogar fremde Leute stimmen mir zu. Sie sollte es einfach zugeben, richtig? Aber ich hause es wirklich nicht, falsch daran, gerne auf Tischen zu sitzen. Ich meine, klar, merkwürdig ist es schon, aber wir sind in einem Spiel, hier geht's um Spaß. Und wenn dir auf Tischen sitzen Spaß macht, dann nur zu. Über all die Jahre hat man mir immer gesagt, ich soll das nicht tun, dass sich das nicht gehört. Wen kümmert's? Wir sind in Crossworld, der ideale Ort, um mal etwas durchzudrehen. Ich habe noch kein Spiel gesehen, der gebannt wurde, weil er auf Tischen saß. Du hast recht. Vielleicht habe ich das, gib's einfach zu. Na gut, ich liebe es, auf Tischen zu sitzen. Auf Tischen zu sitzen macht einfach Bock. Hört mal alle her, auf Tischen sitzen ist großartig. Hä? Du siehst die Welt aus einem völlig neuen Blickwinkel. Es wird deine Sichtweise komplett verändern. Ey yo, ich glaube, da könntest du recht haben. Vielen Dank, ihr zwei. Endlich konnte ich das mal rauslassen, kein Problem. Du wirkst wirklich viel fröhlicher so. Aber sowas von, ich muss jetzt gehen. Das muss ich gleich allen erzählen. Oh Mann, jetzt hat sie ins genaue Gegenteil verschlagen, was? Schau mal nach, was sie jetzt macht. Man sieht sich. Bye. Oh, wie süß. Dann wurde ihre Quest sozusagen auch mal zu Ende gebracht. Der chronischen auf dem Tisch sitzenden. Ihr habt ja auch nichts dagegen, wenn ich hier auf euren Tresen springe, richtig? Hm. Hey, das mit der Verteidigung ist schon geil. Ich glaube, ich kaufe mir den Hut. Ausrüstung. Ah, stimmt, ich hatte mir ja bis jetzt die Klimahaube. Aber der Hartholzhut, der gibt mir halt auch echt schon gut Defense, ne? Ein kostbares Metall erschaffen. Warte, Hoverpad, das brauche ich doch für irgendwas. Es gab irgendeine Waffe, da hat mir nur das Hoverpad gefehlt. Es war keine Waffe, es waren die Schuhe. Hoverpad? 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 Aber jetzt habe ich keine Samurai-Schuppen mehr. Mist. Auf jeden Fall hätte ich damit enorm viel Defense. What the hell? Ah, wir haben keine Früchtekisten mehr. Ja gut, das kann man ändern.
Damit können wir jetzt zumindest süßen Bärentee herstellen. Leider nicht mehr, weil wir keine Gewürzkisten haben. Aber das ist okay. Und hier kann man einfach so Items kaufen, glaube ich. Ach ja. Okay, das hier wäre halt echt schon eine ganz gute Verbesserung, ne? Mit der Kobaltschneide. Die Selbstheilung würde wegfallen. Das ist natürlich ein No-No. Warte, was hast du gesagt? Ich werde langsam zur ultimativen Nahkampfwaffe. Einen Schritt nach dem anderen. Okay, Emily. Was ist hier los? Laden. Hat die Dinge, die du kaufen willst. Fleischrisotto. Grüner Plattee. Ich meine... Es gibt keinen Grund, davon das nicht in Massen zu kaufen. Ich meine, wir haben das Geld, also. Wen juckt seine Shell? Bist du bereit für die Prüfung? Noch nicht, ich habe all meine Sandwich beim letzten Boss verbraten. Ich bin klamm an Credits. Hi. Hey du, hast du ein paar tausend Credits für ein armes Mädel übrig? Wie? Ich habe dir doch gesagt, dass der Credit-Handel schon vor Jahren abgeschafft wurde. Wenn du noch weiter nach Items fragst, machst du dich das nur Richtig. Echt bitte, ich verpetz auch nicht. Bitte verpetz mich nicht. Ah, hier kommen wir dann wahrscheinlich zu dem linken Eingang, aber anscheinend nö. Da muss ich auf jeden Fall eher von unten ran. Okay, das heißt, wir haben da ein kleines Rätsel. Aber hier gab es ja auch so eine Tür. Nach unten? Nö, die gab es nur auf der Seite. Wenn ich so darüber nachdenke, sind die Bänke in Crossroads alles anders als in anderen Spielen. Warum? Weil sie tatsächlich nützlich sind. In den meisten Fällen sind sie nur Deko und du kannst dich nicht einmal draufsetzen. Ja, stimmt, mit Avataren kann man richtig sitzen. Doch scheint das irgendwie nicht zu reichen. Was meinst du damit? Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich die unmöglichsten Orte suchen, um sich dorthin zu setzen. Oh stimmt, hab letztens sogar ein Mädel gesehen, das auf einem Tisch saß. Ja, aber ich dachte da an jemand anderen. Wen meinst du denn? Warte, was ist das hier? Okay, das ist doch safe eine Anspielung auf irgendein Anime, oder? Vielleicht könnte mir da einer von euch weiterhelfen. Oh, schöne Aussicht von hier oben, ne? Ja, das ist die eine... Das wäre so ein schöner Ort, wenn nur nicht die ganzen Käfer da wären. Eine Quest nehmen wir noch nicht an. Level 58 ist mir ein bisschen zu heavy, wenn ich ehrlich bin. Hi. Hi. Mein Name ist Lingling. Ich bin die Jüngste der Lings. Genau genommen sind mein Bruder und ich die Jüngsten, da wir Zwillinge sind. Aber ich bin die jüngste Frau. Also erzähl mir von großen Städten. Ich wollte immer mal dorthin, aber meine Mutter meint, ich sei zu jung dafür. Hi. Oh, wirklich? Boah, wie cool. Du musst mir beim nächsten Mal unbedingt mehr erzählen, ja? Ja, es ist wirklich immer wieder witzig, wie die NPCs hier reden und wie das parodiert wird. Meine Recherche nach... Wenn ich sie finden würde, könnte ich endlich die beste Geta der Welt machen. Warte, das ist eine Avatar-Anspielung, oder? Mit dem Pfeil auf dem Kopf? Das muss doch eine Avatar-Anspielung sein, oder? Leprige Spinnenwebe. Dumm. Entschuldigung. Wobei, nee, nicht wirklich. Mir ist nämlich gerade nicht nach Reden zu urteilen. Meine Eltern sind schon nervig genug. Da kann ich einen Seeker gerade echt nicht gebrauchen. Unhöflich. Naja, eigentlich verständlich. Aber trotzdem unhöflich. Fräulein Lea. Hi. Freut mich, Sie wiederzusehen.
auch wenn es unter unerfreulichen Umständen ist. Warum? Sie erinnern sich sicher daran, dass ich einen verdächtigen Spieler verfolgt habe. Er hat sich die letzten Tage ruhig verhalten, aber vor ein paar Stunden kam ein neuer Bericht herein. Ein Spieler mit Laborkittel und großer Brille wurde in diesem Raum gesehen, als er andere Spieler um Hilfe bat. Ich muss diese Person finden, vorher kann ich ihn leider nicht überprüfen. Es ist durchaus möglich, dass dieser Mann versucht, unser Sicherheitssystem zu knacken. Wie? Vielleicht durch eine Schwachstelle in einem der Subsysteme in Crossworlds, was einer der Gründe sein könnte, warum er Spieler mit scheinbaren Routineaufgaben betreut. Und diese Sonden, irgendwie hat er es geschafft, Objekte ins Spiel zu schmuggeln, die nicht erlaubt sind. Fräulein Lea, würden Sie mir bei der Jagd nach diesem Schuft helfen? Jeden Wegpunkt im Saphirgrad. Vielen Dank, dies ist eine äußerst wichtige Angelegenheit. Lassen Sie uns die Arbeit aufteilen. Ich werde die Berichte analysieren, die gerade eingegangen sind. Sie überprüfen bitte jeden Wegpunkt des Saphirgrads. Henry könnte etwas mit Ihnen angestellt haben, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Kümmern Sie sich nicht um die, die Sie bereits freigestaltet haben. Wenn die fertig sind, melden Sie sich bitte bei mir. Das ist wirklich besorgniserregend. Wie hat ein Spieler es geschafft, ein fremdes Objekt in das Spiel hineinzubekommen? Irgendwas ist faul an der Sache. Ob da vielleicht. Versuche erst einmal Baxton zu helfen. Ich schau mal, was sich finden lässt. Das ist wahrscheinlich auch eine der Links. Grüß dich, Seeker. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in unserer bescheidenen Einrichtung. Wir Links sind sehr stolz auf unser Gasthaus. Wenn du möchtest, kannst du gerne meine Mutter kennenlernen. Ihr gehört das Gasthaus. Sie liebt es, mit Reisenden zu reden. Oh, dann kann ich gleich wieder so eine alte Frauenstimme auspacken. Darauf freue ich mich gar nicht. Ah, ein weiterer Vogel kommt zu mir geflogen. Willkommen, kleiner Vogel. Hi? Der Vogel sucht einen Wurm, doch es ist ein Käfer, den er fangen muss. Nach Süden muss der Vogel fliegen, durch Bambushäune und darüber hinaus. Und bei einem Teich mit Feuer muss er landen. Nun flieg, kleiner Vogel, flieg und lass dich vom Winde tragen. Warte? Wie? No, Mami, ich werde ganz bestimmt keine Käfer fangen, keine Käfer. Aber wieso denn nicht? Ein Käfer nicht genau das, was du haben willst, Emily? So, das heißt, wir haben jetzt zumindest in dem Hauptteil der Höhlenherberge alles gesammelt. Und, hast du mit ihr geredet? Wie? Ja, ich weiß, sie ist alt und es ist nicht leicht zu verstehen, was sie dir sagen will, aber sie versucht wirklich zu helfen. Geh von hier aus nach Süden, laufe durch den Bambus, dort gibt's jemand, der dir helfen kann. Warum? Du fragst dich, warum ich dir das nicht gleich gesagt habe? Das ist so Tradition bei uns. Außerdem, sie freut sich immer so sehr, wenn sie jemandem helfen kann. Sie bekommt in letzter Zeit nicht viel Besuch, weißt du? Also danke, dass du mit ihr geredet hast. Bye. Eine Dame mit einem Herz aus Gold. Genau, Jörn. Genauso wie du, mein lieber Jörn. Du hast auch ein Herz aus Gold, da bin ich überzeugt von. So, gab's. Hier auf der Seite gab es keinen richtigen Eingang. Soweit ich weiß, aber. Kann man von hier aus auf das Dach springen? Sieht nicht so aus. Aber nur weil es nicht so aussieht, heißt es nicht, dass das überhaupt nicht geht. Ne, okay, man kann nicht draufspringen. Mist. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Ich frag mich nur, wie man hier auf die Dachgärten kommen soll, die man da sieht. Also, die man sieht, wenn man da oben bei der guten alten Frau ist. Also, da oben die Gärten. So, dann können wir den Weg hier. Wollen wir den freilegen? Ich glaube schon, oder? Können wir das hier nach hinten schieben? Den hier in der Gegend rumschieben, I guess? Okay. Ich kann man nur auf dieser Schiene bewegen. Ich kann nicht nur hoch und runter bewegen, aber das ist okay.
weil ich kann dich hierhin bewegen. Und wenn ich die Kiste hier hinstelle, kommen wir immer noch nicht wirklich weiter. Hm. Du kannst hoch und runter. Frag mich nur gerade, was mir das bringt. Das hier sieht actually nach einem okayen Weg aus. Dann kann man hier lang und hier hin und die Goldkiste schnappen. Mit einer alten Blaupause. Hm. Braucht man die für irgendeine Waffe, die alte Blaupause? Irgendeine Waffe, die man hier im Shop herstellen kann? Guck mal, gerade alte Blaupause. Sieht nicht so aus. Hm. Aber die muss ja für irgendwas gut sein, die alte Blaupause. Die ist bestimmt nicht nur gut, um in der Pause blau zu machen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ah, okay. Frag mich immer noch, ob man hier irgendwie auf diese Dachgärten kommt. Wahrscheinlich nicht und ich verschwende hier gerade nur meine Zeit. Aber die sehen so schön aus, ich will da hin. Naja, gehen wir erstmal nach Süden. Folgen wir tatsächlich mal der Story und erkunden nicht nur. Wir werden wahrscheinlich noch genug Gelegenheit zum Erkunden haben. Wir sind ja erst in unserer Anfangszeit hier im Saphirgrad. Wer weiß, was für Abenteuer uns noch hier erwarten werden. Ja, das war gefühlt die... Hallo, ich spreche einen Protagonisten in einem Shonen-Anime. Genau diese Stimme. Das hier ist der behagliche Bambus. Aber irgendwie sorgt die Situation hier eher bei mir für Unbehagen. Dabei komme ich nicht mal aus Hagen. Auch nicht aus Unbe. Oh, by the way, keine Ahnung, was ich da gerade schon wieder gelabert habe. Aber hey, das gehört irgendwie zum Programm dazu, habe ich gehört. Wir müssen vermutlich hier hin. Richtig? Also es ist eine Weile her, dass ein Seeker mich besucht hat. Die meisten haben an diesem Punkt aufgegeben. Sie waren den Kräften nicht gewachsen, die ihnen verliehen worden waren. Unterscheidest du dich von ihnen, Seeker? Nun, wir werden es sehen. Ich hoffe... Ich weiß, wofür du gekommen bist. Es ist die letzte Form, die du begehrst, nicht wahr? Ich bin bloß ein einfacher Mann, doch wurde mir die Ehre zuteil, jeder Seele zu helfen, die Führung sucht. Wenn du also jene Form begehrst, musst du 4 Prüfungen bestehen. Warum? Um einen Pfad freizulegen, einer, der sich dir öffnet, sobald du alle Prüfungen bestanden hast. Prüfungen, 4 an der Zahl, sind auf dem Saphirgrad verteilt, jede bewacht von einem goldenen Käfer, der eine Laterne hält. Und jeder von ihnen wird dich einer Prüfung unterziehen, nur diejenigen, die sie bestehen, dürfen voranschreiten. Die erste ist die Prüfung der Kraft. Sie befindet sich in der Brutstätte, eine leicht übersehbare Höhle, nördlich der erodierten Passage. Die zweite erwartet dich am Blumensee und wird Prüfung der Geduld genannt. Die dritte ist die Prüfung der Gewandtheit und befindet sich am zerfurchten Pfad. Die letzte liegt nicht weit von hier im Bambusdickicht. Die Prüfung der Einsicht. Solltest du alle Prüfungen bestanden haben, sollst du zu mir zurückkehren, verstanden? Gut, bleib stets wachsam, Seeker. Ihre goldene Käfer, sagt er, das wird hier immer besser. Ach komm, Emily, ich weiß, Käfer sind schrecklich, aber du wirst es überleben. Das ist schwieriger, als du glaubst.
Oh, arme Emily. Okay, damit sollten wir zu dieser Kiste kommen. Vorausgesetzt, wir finden den Weg dahin. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer, Jörn nicht zu mögen. Meine Meinung. Er ist einfach so... Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Er hat einfach so den Charakter von einem Teddybär, falls das Sinn ergibt. So würde ich es zumindest beschreiben. Die erodierte Passage war die hier oben, ne? Ja. So, das befindet sich nördlich davon. Ah. Ach komm, ich guck mal, ob ich noch kämpfen kann. Und die Käfertherapie geht weiter. Ja, tut mir leid, ich muss halt leveln. Ich merke, dass ich hier ein bisschen underlevelt rumlaufe. Just saying. Wow, ich glaube, ich bin geheilt. Alles gut, Lea. Wir können jetzt aufhören, Käfer anzugreifen. Bitte. Ja, es war so klar, dass sie an der Stelle nur so getan hat. War so klar. Der Nordwestpfad. Den kennen wir auch schon. Dieses Gebiet haben wir auch schon sehr, sehr fleißig erkundet. Okay, hier braucht man Blitz. Nee, warte. Oh, und hier diese Dinger, die sind neu, oder? B-Funktion erkannt. Leite Selbstzerstörung ein. 3, 2, 1. Mist. System überhitzt. Leite Selbstzerstörung ein. 3, 2, 1. Gute ist, solange es nicht im Kampf ist, ist das alles hier halb so wild. Apropos halb so wild, das wird auch halb... Diese Gegner hier sind meines... Diese Spinnen sind meines Wissens nach auch halb so wild. Also zumindest mit denen hat Emily kein Problem, oder? Ich hoffe doch. Warte, haben wir gerade neue Spinnen dazugeholt aus Versehen? Ah. Ja, das ist jetzt blöd. Wir prügeln uns ja gerade auch nur den Weg weiter nach Norden. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass wir so einen awesome Strahl haben. So, die können sich gegenseitig protecten, machen sie aber gerade nicht. Mordieu, ziemlich viele Spinnenniere, was? Ich mag es auch irgendwie, dass Emily so komplett gegen das Klischee geht. Mit Spinnen hat sie halt null Probleme. Aber sobald es um Insekten geht, ist es halt vorbei. Scharfe Soße. Das hier ist anscheinend einer der seltenen Kristalle. Das sagt... Frag mich... Das ist ja jetzt eigentlich mehr Geologie als Botanik, aber anscheinend müssen wir die auch suchen. Die Kristalle. Was finden wir denn jetzt hier auf dem erodierten Pfad noch so alles? Ach, das ist höher. Ah, okay, verstehe. Das ist eine Sache, auf die freue ich mich wirklich. Weil ich war ab hier auf der Gamescom hier das neue Spiel von Radical Fish Games gespielt und was mir da erzählt wurde, eine Sache. Also ich habe die Demo gespielt. Ich habe gesehen, dass die da einen Stand haben und dann konnte ich natürlich nicht hingehen. Eine Sache, die ich da gesehen habe, also in dem neuen Spiel vom Studio,
sodass manchmal klarer sein, auf welcher Ebene sich was befindet. Wo die Entwickler auch gesagt haben, ja, das war so eine Sache, was so mit einer der größten Kritikpunkte am Game war, dass man das manchmal nicht sieht. Und sind wir mal ehrlich, wenn das einer deiner größten, wenn das der größte Kritikpunkt am Spiel ist, ne? Ich meine, bei CrossCode, da gibt's absolut Sinn. Das ist CrossCode ist ein phänomenales Spiel. Ich meine, was soll man da sonst kritisieren? Aber ja, die haben also man hat auch wirklich gemerkt, als ich das angesprochen habe, also ich habe das von mir selbst aus angesprochen, dass, oh cool, man sieht ja jetzt, was auf welcher Ebene ist. Und da kam halt die Antwort, ja, so, das war ein Feedback, dass sie recht viel bei CrossCode bekommen haben. Und das war echt schön und das Spiel sieht auch sehr nice aus. In dem, was ich in der Demo gesehen habe, also freut euch drauf. Freut euch wirklich drauf, es wird super, würde ich sagen. Die enge Passage. Aber die Frage ist, die Passage wohin? Also man hat wirklich gemerkt, dass das von denselben Entwicklern ist, aber das Kämpfen hat sich dann doch sehr anders angefühlt als im CrossCode, aber immer noch sehr gut, muss ich sagen. Das hat mir wirklich gefallen. Oh. Wir haben gerade ein Spinnennetz gestürmt. Ist eventuell auch nicht immer die beste Idee, aber was will man machen? Vor allem können die halt mit ihrem Spinnennetz und mit dem Frost einen halt mehrfach verlangsamen, was echt ein bisschen Abfuck ist, aber... Das Gute ist, das sind jetzt nicht die heftigsten Gegner auf der Welt. Es sind so viele. Fast so, als wäre es schon fast charakteristisch für Spinnen. Zumindest in Videospielen, dass man immer vielen von ihnen begegnet. Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Weil ich denke, Spinnen in Videospielen, da begegnest du nie nur irgendwie so einer Spinne. Es sei denn, sie ist überdimensioniert groß. Es sind immer Massen an Spinnen. Immer. Und durch den Slam hat das Ding mir gerade Frost gegeben. Das ist unschön. Spinnen sind anstrengend. Ich glaube, ich fange hier noch an zu... Ja, ich weiß auch nicht. Spinnen. Oh mein Gott, wie viele Ebenen hat dieser Gang? Antwort ja. Diese Antwort hat einfach ja viele Ebenen, genau. Diese Höhle, dieser Ort hat einfach nur... die haben so diesen Ort designt, haben sich wahrscheinlich so gedacht, wie viele Ebenen wollen wir hier einbauen? Ja. Ein weiteres Level-Up. Das heißt, jetzt lohnt es sich sogar, Circuit Points auszugeben. Außer hier in der Mitte, da kostet alles 4. Was auch nur ansatzweise interessant ist. Nein, ich konkretisiere. Es kostet alles 4, nicht nur das, was ansatzweise interessant ist. Es kostet einfach alles 4. Ach, hier hätte ich in weiteren Richtung von meinem Schutzschild gehen können. Okay. Zögert die Elementarbelagerung um 30%, ist natürlich auch mega stark. Aber das ist zu cool, um es nicht zu nehmen. Wenn wir ehrlich sind. So, das hier ist auch Wurfkunst. Beweglichkeit beim Zielen wird erhöht. Na, machen wir hier Fokus plus, why not? So, die Schallwelle. Das hier sind auch... Oh.
Aoife Snipe, Feuer eingeladenes Wellengesch... Oh. Auch sehr, sehr interessantes Konzept. Schildkunst, ja gut, die Schildkünste benutze ich so gut wie nie. Ja komm, machen wir einfach das hier. Das ist die Dash-Kunst. Und das ist die Nahkampfkunst. Die haben wir anscheinend schon komplett gelevelt. Tutorial zeigen. Okay. Mhm. Mhm. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist sowas von cool. Ich liebe es. Was Emily nicht lieben wird, sind diese Gegner hier. Aber sie hat sich ihrem Schicksal ergeben. Finde ich gut. Ich meine, was? Komm schon, jetzt kriegen wir dich aber, oder? Ach komm, die sind beide so mega low. Kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Bin ich mir recht sicher. Ja, perfekt. Okay, da oben ist der Selbstzerstörungsspot, mit dem wir weiter nach Norden können. Das ist sehr, sehr interessant, not gonna lie. Aber holen wir uns erstmal hier den Funkenzinn, wenn wir hier schon unterwegs sind. Wieso habe ich mir das gerade so... Wieso wollte ich mir das gerade so massiv unnötig kompliziert machen? Okay. Das hier wird übel. Übler als jeder Dübler. Keine Ahnung, was das für eine Sprichwort war. Das war gerade ein Sprichwort... spontan erfunden, Marke Bass. Und in gewisser Weise auch Marke, was zur Hölle hast du da gerade gesagt? Und das Gute ist... Na, was heißt das Gute? Ich habe selbst nicht wirklich eine Ahnung. Nice. Können wir jetzt noch hier lang? Nein! Oh, verdammt. Darf doch nicht wahr sein hier. Wir kriegen das noch hin. Wir müssen nur den gesamten Weg wieder gehen, weil wir beim allerletzten Sprung gerade... weil wir den allerletzten Sprung nicht hinbekommen haben. Alles gut. Alles gut. Alles gut, hab ich gesagt. Jetzt bin ich hier ein bisschen mehr safe gegangen. Kann man, denke ich, nachvollziehen. Teigrollenrolle. Teigrollenrolle? Teigrollenrolle. Das ist auch ein Name. Warte, euch soll man mit Elektro abfeuern. System überhitzt. Leite Selbstzerstörung ein. 3, 2, 1, 0. Ich bin super, wie die Spinnen so sind. Ja. Halt passiert. Mein Gott. Passiert den Besten, I guess. Ich finde es auch super, dass wir da vorne irgendwas aktiviert haben, ohne genau zu wissen, was das überhaupt ist. Oh, und ich muss sagen, ich habe diesen Move so hart vermisst. Es ist einfach meiner Meinung nach mit einer der coolsten Move, den ich momentan im Game kann. Und es ist halt nicht mal knapp. Warte, da oben haben wir noch einen Gegner. Und schon wieder. Warte, ich hätte hier meine Gatlinge aufladen können. Ich hätte die Gatling zum ersten Mal in Action sehen können und ich hab's verkackt.
bin untröstlich, Leute. Kann es halt echt nicht sein. Ich habe die Möglichkeit für die Gatling verkackt. Gefährt tot. Bieskugel. Mein Gedanke, du bist auch so eine Spießkugel. Keine Ahnung, was das, wieso mein Gehirn gerade das daraus gemacht hat, aber it is what it is. And we don't have the means to go up here. I don't know why I'd certainly become Mario. Und vor allem auf Englisch geredet habe anstatt auf Deutsch. That was very random. Wir haben nicht... Ich wundere mich, dass Emily diesmal nicht gesagt hat, wir haben nicht um diesen Kampf gebeten, oder? Normalerweise sagt sie das doch immer. Und ich stehe unter Frost. Unschön. Ich will halt den Höhlenabschnitt hier noch einigermaßen, den Höhlenabschnitt und das Teil, wo wir da gerade eben draußen waren, noch einigermaßen erkunden und dann erst den Pfad beenden. Weißt du nicht, ob das Spiel mich das machen lässt? Ach ja, da oben kann man einfach rauslaufen. Oh. Nehmen wir. Ah, und dann kann man hier lang. Und wenn man hier lang geht... Oh, ich verstehe. Können wir das hier aktivieren? Dann haben wir dieses Feld frei, um da hoch zu bouncen. Und wir haben hier den Wegpunkt zerfuschter Fahrt freigelegt. Nice. Und dann machen wir uns nochmal zurück. Oh, wir müssen tatsächlich hier links lang gehen. Oh, interessant. Na, wenn wir schon mal hier lang gehen müssen, können wir auch gleich nochmal einerseits den seltenen Kristall hier mitholen. Damit wir die Omega-Kristalle auch abgefarmt haben. Hat sogar genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nice. Und dann können wir nämlich den Omega-Kristall hier noch mitnehmen. Auch noch. Das war mein Backup-Plan, so... Ich kann zwei Omega-Kristalle auf den Weg mitholen. Das sollte eigentlich für die komplette Erforschung von den Dingern reichen. Und war auch so. Damit sollten wir alle Kristalle hier zumindest gesammelt haben. Right? Ja, uns fehlt momentan von den Pflanzen, die wir kennen, nur noch die Omega-Bergblume. Okay, ja, das sollte kein Thema sein. So, jetzt können wir nämlich hier hoch. Und dann... Vorne ist einfach ein Samurai in Rüstung, der uns irgendwas geben will. Okay. Eine Quest geben will. Sehr, sehr interessant. Echo-Rolle. Ja, ich habe die Rolle der Echo in meinen letzten Overwatch-Runden sehr gut gespielt. Danke der Nachfrage. Nein, ist sehr gut, aber ich war solide. Kann man auch wieder hoch? Aber was bringt das mir hier hoch zu gehen? Also es muss mir ja irgendwas bringen. So komme ich auf jeden Fall hier auf die Seite. Was mir irgendwie nicht mal wirklich was bringt. Ah doch, das bringt mir was. Never mind. Wenn ich gerade richtig gesehen habe, interpretiert habe, whatever. Hier habe ich den Sprung gerade eben so mühelos hinbekommen.
Weil dann können wir hier hin, können hier hin. Und von hier aus müssen wir definitiv noch mal eins weiter runter. Aber dann können wir auf die andere Seite hier. So. Dann müssen wir... Es wirkt mir fast so, als muss ich da von Torbogen zu Torbogen springen. Kann mich aber auch natürlich täuschen, ne? Oder müssen wir direkt darüber springen, um da links hinzukommen? Das wäre eine Möglichkeit. Ich finde es super, dass ich gerade eben gesagt habe, ihr habt den Sprung das einmal geschafft, nur um den seitdem jedes Mal im First Try hinzubekommen. Jetzt auch wieder. Ich glaube, das hat halt größere Erfolgschancen, da einfach versuchen, direkt drauf zu springen. Oder ich übersehe gerade einfach eine Zwischenplattform. Das ist natürlich auch gut möglich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss so leicht runterspringen und da dann um die Ecke. Bin mir nicht sicher. Wenn ich nicht hier hinspringe, dann springe ich zwangsläufig irgendwo runter. Das ist klar. Oh. Okay, das ging anscheinend wirklich. Nice. Dann erwarte ich hier irgendwo aber auch ein schönes Item für meine Mine. Oh, ein Gold-Item. Wir kriegen 3-Gänge-Menü serviert. So wollen wir das hier doch sehen. So, mach mal bitte wieder deinen Rücken auf. Dankeschön. Warte, er hat gerade Feuer da rausgehauen. Also wäre es wohl sinnvoll, mit Eis gegen ihn ranzugehen. Oder ihn einfach wieder ins Wasser zu bogen. Mann, diese Gegner sind echt anstrengend. Aber ja, für ein goldenes Item hat sich die Mühe hier doch sicher gelohnt, oder Leute? Ich würde sagen, ja. Und so ein goldenes Item zu sammeln, ist doch auch ein wunderbares Ende für einen Part. Dann werden wir wohl im nächsten Part weiter bei der erodierten Passage machen und die erste Prüfung machen, so wie es ausschaut. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen wunderschönen Resttag, wann und wo immer das ihr schaut, denn der Part ist vorbei. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like, Kommentar oder Abo da. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao.